friend. Wait a minute, what I say I gotta do again? Minute to minute, I feel like I'm in the movie Momento, but I don't have. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mario Party und Instant eine 6 gewürfelt. Mit dabei haben wir heute den bei Marek. Hallo. Und ja, wir spielen heute mal Mario Party, ein neuer Spielmodus, den es zwar schon lange gibt, aber der neu auf meinem Kanal ist. Und Instant mit einer 6 gestartet ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Ja, ich habe eine 5, also auch nicht so schlecht. Okay, also ich bin schon mal Dritter, das ist ja echt gut eigentlich. Ja, nicht schlecht. Wir spielen Minenfeld. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz die Spielmodis. Und zwar ist es quasi ein riesiges Spiel, wo man immer weiter vorankommen muss. Und mit diesen Spielen quasi muss man versuchen, Erster oder einer der ersten drei zu werden, um eben noch Bonuswürfe zu erlangen, damit man schneller und weiter nach vorn kommt und somit dann auch gewinnt. Also das ist eigentlich der Hauptgrund, warum es hier solche Minispiele gibt. Oh, perfekt. Ich bin schon übers Wasser. Und ich noch nicht, ich bin am Anfang. Okay. Ich versuche es jetzt mal ganz... ganz sneaky hier zu schaffen. Aber es ist schon auch echt schwer. Vor allem... Ja, auf jeden Fall. Vor allem hier. Nein! Ich bin noch zu weit gegangen. Ich Opfer. Okay. Marek, wie sieht's aus? Wie weit vorne bist du? Ich bin immer noch am Anfang. Okay. Jetzt bin ich leider wieder hier bei den Heuballen. So, also ich möchte unbedingt unter den besten drei kommen, denn, liebe Leute, wenn man unter den besten dreien ist, dann bekommt man so ein, naja, wie soll ich sagen, so ein Bonuswürfel, und mit denen kann man dann, wenn man auf dem dritten Platz ist, noch ein bis zwei Felder nach vorne kommen, und wenn man auf dem... Nein! Oh oh. Oh Mann. Und wenn man den silbernen Würfel hat, dann kann man, ich glaube, 1 bis 4 Felder weiter nach vorne. Und wenn man eben den ersten hat, kann man, glaube ich, sogar 1 bis 6 Würfel nach vorne. Ich weiß nicht, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen, weil ich glaube, dass ich derjenige bin, der am weitesten vorne ist. Und da es nur noch 10 Sekunden sind, möchte ich da jetzt nichts riskieren. Und ich denke, dass ich das dann geschafft habe somit. Oh, da sind sie alle. Und bin ich Esser? Spiel ist vorbei. Gewonnen hat Bombsnuggy. Oh, GG. Guck mal. Guck mal hinter dir. Alter! Vorhin warst du da ja noch nicht da. Okay, ja. Perfekt. Also, das Spiel lief ja sogar mal gut. So, und? Eine 3. Okay, jetzt gucken wir, was wir nochmal würfeln. Ne? Okay. Eine 4. Oh, eine 1. Ist ja nicht schlecht. Also habe ich jetzt insgesamt eine 7. Und jetzt kann ich nach vorne. Noch 32 Felder bis zum Ziel. Und das ist nicht schlecht. Und ich bin derzeit Erster. Yeah! Echt, Alter, krass. Ich bin in Führung, aber du weißt ja ganz genau, wie schnell das geht. Ja. Oh, Musikparty. Nein. Oh, da müssen wir jetzt wieder hören. Oh, das hatten wir gestern schon mal gespielt. Wir hatten ja gestern schon eine Aufnahme, die ist irgendwie bei mir verloren gegangen. Okay, warte. Okay. Ich muss auch mal anmachen den Sound. Oh! Ich wollte gerade noch drücken und dann war die Zeit. Und dann war die Zeit aus. Ich kenne alle Melodien davon. Ja. Dun, dun. Dun. Ich weiß nicht, wie die heißen. Smells Like Teen Spirit, Super Mario Bros. 3. Ich weiß nicht, ich mach mal All Star. Es war
Richtig. Remedy. Das kenne ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht. Ich mache. Es ist teilweise echt schwer. Terraria spiele ich nicht. Terraria. Tetris, The Edge of Glory, nee. It's My Life mache ich einfach mal. Tetris. Lol. Hey, Tetris. Oh Mann. Kenn ich. Das ist von Lady Gaga. Ja, ja. Okay. Ja, das kenne ich. Das ist Age of Glory. Ja. Ja. The Age of Glory. Die anderen sind aber auch nicht gut, fällt mir gerade auf. Die haben alle nur ein bis zwei Punkte. Ja. Dumm, dumm. Dumm, dumm. Ach, ich sollte mir diese Titel auch mal merken. Echt jetzt? Dumm, dumm. Aber es ist halt so, die Leute, die das halt öfter spielen, ich denke mal, Allstars. Ich mach mal Get Ready for This. Ich weiß es nämlich nicht, ehrlich. It's My Life, life. Was. Oh. It's das Spiel ist Geweih. Geweih. Ja, natürlich okay. Geweih. Ja, GG, ne? Aber wie gesagt, bei diesem Songraten, ich glaube, dass Leute, die hier öfter spielen, was ich auch in Zukunft vorhabe, aber Leute, die hier, ohne 4, Leute, die hier eben ganz oft spielen, dass die da einen gewaltigen Vorteil haben, weil, ja, keine Ahnung, die wissen halt schon, welche Titel kommen und so weiter. Und deswegen, jo. Oh, Venix hat eine 11, dann hat der mich richtig krass überholt. Lol. Zum Beispiel eine 11 kann man nur würfeln, wenn man halt auf dem Podium war. Hä, aber er war da ja. Da hat man so einen extra Würfel. Dann ist krass. Ah, Henne ist vor mir, ich bin eins vor ihm. Okay, neues Spiel Jump'n'Run. Wir müssen da jetzt einen Jump'n'Run bestreiten und der Erste, der schafft, der bekommt die Punkte und dann. Ja, aber ich verkacke bei diesem Jump'n'Run hier irgendwie immer, weil, keine Ahnung, wenn ich weiß, so, es geht nach Zeit, dann bin ich dann bin ich richtig schlecht. Ich auch. So. Oh, jawollo. Und, jawollo. Oh, du bist Erster. Oh, nee, ich bin aber Dritter. Jana, gut, wenig. 60 Blöcke Distanz. Wow, da war ich aber ganz schön schlecht, ne? Ja, du bist okay, schlecht. GG. So, gut. Dann gucken wir gleich mal, was wir jetzt würfeln. Eine 1, natürlich. 5. Ich kann dich einholen. Und dann... Nochmal eine 1, okay. Schade. Also insgesamt eine 2 ist jetzt nicht unbedingt so gut. Hätte mir eigentlich was Besseres erwartet, aber naja, was so ist, Leute, was so ist. Was so ist. Gut. Ich bin jetzt... Oh, ich... Hast du mich überholt? Nee, du bist genau 1 hinter mir. Oh, ja. Ich sehe dich sogar. Mini-Survival-Games. Okay, Mini-Survival-Games. Das ist eigentlich so wie Quick-Survival-Games. Also, ihr kennt das, Leute. Ihr ja, einfach das. Hier schnell die Kisten sammeln, die einfach hier so rumstehen mit Rechtsklick. Oh, ein Steinschwert. Ja, das finde ich natürlich super geil. Und ich bin übrigens Beach. Und die macht wie alle immer. Kaputt. Die macht alle kaputt. Ja, irgendwie bin ich immer die... Also, ich habe irgendwie... Ja. Aua, ich hänge in den Spinnennetzen. Okay. Was möchtest du von mir? Oh, nein. Der verfolgt mich. Du stirbst. Okay, einen habe ich getötet. Ah, perfekt, wenn man jemanden tötet, dann ist man wieder komplett geheilt. Das ist oh, ja. Das ist natürlich richtig, gut. Das ist richtig cool. Oh, ich werde abgestorben. Okay. Schade. Okay, gleich mal gucken, ob wir hier noch irgendwo eine Kiste finden, vielleicht. Oh, hier. Oh, einen Bogen mit 25 Pfeilen. Das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Und was haben wir hier noch? Ich halte mich so ein bisschen im Hintergrund, ne? Ja, damit ich sehe dich auch gerade ja nicht. Oh, geil, ein Goldapfel. No, okay. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch leben. Ehrlich gesagt, da vorne, da wird jemand verfolgt. Ich guck mal, was hier so abgeht. Hier oben. Auch noch ein Goldapfel. Läuft auf jeden Alter, Fall. Alter, wo bist du?
Ich war gerade in einem Gebäude. Ach so, okay. Weil hier sind ja richtig viele in der Mitte. Ja, aber ich weiß, dass hier irgendwo ein Mario ist und den möchte ich mir gern holen. Oh, um zu gewinnen, begebe dich zum Leuchtfeuer. Okay, lauf, Thomas, lauf. Jetzt mach Abstauber. Oh, aber naja, wenigstens ich bin Dritter. Weil ich noch in der Nähe war. Naja, einen habe ich gekillt. Was soll's. Die Zeit ist auch ein bisschen kurz, aber Mario Party kann halt ultra lange dauern. Ja. Na, eins schon wieder. Was ist denn los ich bei mir? Ich auch, Alter. Aber ich kann ja nochmal eine 2 rausholen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Perfekt. Hallo Wedix oder hallo XM3D ab irgendwas. Leute, wenn ihr mal mitspielen wollt, irgendwie Mario Party, also in der Runde dabei sein natürlich, könnt ihr uns natürlich auch mal auf Twitter folgen oder einfach mal vorbeischauen. Denn da posten wir immer, wenn wir, egal wenn wir was machen, wenn wir gerade mit euch zocken können oder wann ein Video kommt, also da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Okay, ja, also das Spiel hier finde ich richtig geil. Nur es ist halt richtig schwer, weil es dann am Ende muss man wirklich Glück haben, dass man auch neben der Ding steht. Okay, ich hoffe, ich bin richtig. Ich hoffe ja, es. Ja, bist okay, du. Perfekt. Weil manchmal gibt es so Texture Packs, wo man einfach die Farbe nicht so gut zuordnen kann. Und dann ist man halt oftmals am Arsch. So. Oh, rot. Ja, hier. Oh, wir sind nebeneinander. Okay. Noch ist keiner gestorben. Alter, perfekt. Hallo. Hallo. Okay. Schwarz. Oh, ich stehe schon oben. Oh. Oh, der ist gestorben. Panik, oh, ich habe voll gesehen, wie er gestorben ist. Oh. Oh, geil. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Hab's auch geschafft. Jetzt geht's darum, wer den dritten Platz macht. Nein. Ja. Ja. Nein. Das war... Nein, ich bin auch runtergefallen. Nein, ich hätte vielleicht springen sollen. Oh nein, ich aber auch. Das ist einfach so schnell, man muss so schnell reagieren. GG. Ja, GG. GG. So, eine 3? Eine 6. Ich habe die Augen zugemacht und gewürfelt und eine 6. Seht ihr, Leute, wenn man die Augen zumacht, dann geht alles viel, viel besser. Es ist immer so im Leben. Macht die Augen zu, fährt Auto. Und lauft über die Straße. Oder macht die Augen zu und geht in einen Käfig voll mit Löwen. Ja, das ist gut. Jo, okay. Oh, ich bin richtig jetzt weit hinten. Ich bin Feld 29 und der andere ist schon Feld 37. Ich denke, Alter. Das kann ich nicht gewinnen. Gun Game? Hä? Das habe ich ja noch nie gespielt auf dem Server. Ich auch nicht. Wie geht das? Töte so viele Spieler wie möglich, um die letzte Waffenstufe zu erreichen. Okay. Ja, das gab es ja auch früher auf so ganz vielen Servern. Oh. So, einen habe ich. Oh, eine Schaufel. Ja, lol. Gut, dann töten wir jetzt die nächste Person mit einer Schaufel. Jo, das macht Spaß. Da unten ist noch jemand. Der wenig HD. Den staub ich ab. Ich staub ich ab. Du hast ein Dierschwert. Oh ja. Mein Gott. Ich hab dich getötet. Ja, ich hab's gesehen. Oh nee. Aber jetzt bin ich wieder eine Waffenstufe zurück. Das finde ich echt ein bisschen schade. Aber naja. Das finde ich krass, man regeneriert hier voll langsam. Hä? Mega. Ich bin schon wieder tot. Normal. Ja, der tötet dich, der wenig. Ja, der mit dem Diamantschwert, der ist richtig stark. Ja, ja. So muss man echt aufpassen. Oh, und ich dachte mir so, ja cool, ich habe schon ein Diamantenschwert. Aber was war dann? Nein, es war nicht so. Versuchen, jetzt zu töten. Weil sonst gewinnt er gleich. Ah, oh, bin ich schon wieder tot? Irgendwie, ich sterbe immer durch Dummheit. Ich sterbe einfach immer nur durch Dummheit. Weil ich immer schlage wie so eine Missgeburt. So, komm Alter. Her. Henne, du kommst jetzt zu mir. Yo, da hat schon jemand einen Bogen. Ja, wenigstens. Der ist einfach zu OP. Den müssen wir einfach töten. Das war immer schon meiner hier. Oh mein Gott. So, jetzt habe ich dir Schwert. Jetzt spaß ich hier nicht mehr. Jetzt möchte ich hier nicht mehr rumspaßen, sondern. Hinter dir kommt ein Abstauber. Aua! Das war ich. Naja, wenigstens Twitter. GG. Naja. Es sind dann immer so ganz viele Leute. Puh, so, jetzt hoffen wir mal, dass wir was Gutes machen. Ich mach wieder die Augen zu.
Okay, ich habe nur 3. Na, Sex! Seht ihr, Leute? Alter. Das ist der Beweis. Wenn man die Augen zumacht, dann klappt alles viel besser. Und eine 2. Eine 6 und eine 2. Also habe ich insgesamt eine 8. Und das ist ja schon mal ganz schön geil. Ja. Hast du eine Facecam an, wo du die Augen zugemacht hast? Ja, man sieht alles ganz genau. Oh. Müsst ihr wissen, ich habe Augen zu fetisch, ne? Nein, Spaß. Okay. Es wird gespielt. TNT Run. Okay, da bin ich nicht so gut. Ja, auch nicht. Das ist echt auch Glück, wie man läuft und so. Ja, auf jeden Fall. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, ob ich da irgendwie eine Taktik rausfinden kann. Ob man irgendwie da eher so am Rand laufen sollte. Junge, der will mich rauskicken. Du Missgeburt! So. Ich seh's. Erstmal weg, Alter, wie der einfach dreist vor meiner Nase gelaufen ist. Aber der Venix, auf den müssen wir echt aufpassen, weil der ist mega gefährlich. Der will mich immer rausdrängen und so. Okay. So. Oh oh. Das wird knapp. Hui. Wo bist du? Ich bin gerade hier, aber trotzdem ist das ganz schön spannend gerade. Weil ich ja nicht weiß, wie viele jetzt noch leben. Thomas? Ja. Nein, nein, nein. Leben wir beide noch als Einziges? Nein, nein. Wir sind die einzigen Überlebenden noch. Nein. Gott. Nein, Alter. Du hast mich rausgeholt, jawohl, weil du mich überholt hast. Naja, egal, ich war Dritter. Hä? Nein, du... GG. Ich dachte, ich hätte gewonnen und bleib stehen. Ich bin Dritter und wenn ich jetzt wieder die Augen zumache und eine 6 habe, dann ist es bewiesen, dass eine 6... Dann bist du cool. Okay, okay. Eine 5. Seht ihr, es geht alles besser, wenn man die Augen zumacht. So, und dann gucken wir mal. Und eine 1. Also, Marek, ich habe eine 6. Ja, okay, das stimmt. Du kannst sagen, was du möchtest. Nee, du bist cool. Gucken wir mal. Okay, ich bin Platz 3 bisher und jemand ist schon Platz 45 und es gibt ja 46. Ah, oder 47? Weiß nicht. Noch 3 Felder bis zum Ziel. 46 Hühner schießen. Okay, wenn ich da jetzt gut bin und vielleicht Platz 1 belege, dann kann ich es sogar noch schaffen. Das stimmt, glaube ich. Okay, Leute. Also da geht es darum, wir müssen die Hühner da oben im Himmel abschießen und der die meisten Kills hat, der gewinnt. Okay, kommt her. Jetzt. Hühner. Wir müssen uns konzentrieren. Weil letztes Mal waren wir richtig gut. Wir haben so eine Testrunde mal gemacht. Da war er richtig gut. So. Naja. Du bist einer der Ersten. Habe ich gerade geguckt. So. Sorry, Leute, ich bin gerade ein bisschen konzentriert hier. So, aber wir schießen schön die Hühner hier gerade vom Himmel. Aber Marek, du bist Zweiter oder Erster? Nee, du bist Erster. Okay, wir bowspammen die gerade richtig hart weg, die Hühner. Oh, Leute, jetzt hagelt's hier. Jetzt hagelt's hier. Oh mein Gott, du hast mich eingeholt. Oh, Leute, wie lange haben wir noch Zeit? Noch 30 Sekunden. Das wird noch mal kurz spannend. So. Zack. Aber manchmal lenken die Hühner auch so ein bisschen runter, ne? Ja, das stimmt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist ja nicht allzu schlimm. So. Oh mein Gott. Oh, Leute, noch 3 Sekunden. Wir sind beim gleichen. 61. Okay, Alter, du hattest 59, ich 61. Ja. Ich glaube, das war bisher die beste Hühnerschießhunde, die ich je hatte. Jetzt mache ich die Augen zu, Leute, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich eine 6 habe. Eine 5. Okay, und jetzt gucken wir, ob ich vielleicht jetzt auch noch was Gutes habe. Eine 4. Ich bin mal gespannt. Eine 5 und eine 4. Das heißt, ich habe eine 9. Das heißt, drauf an, was er würfelt, ne? Ne, eine 1 würfelt. Ah, ne, er gewinnt sowieso, glaube ich. Er muss gewinnen. Ja. Bums, Doggy. Nein, ich habe gewonnen. GG. Lol. Ich habe gewonnen, weil ich wahrscheinlich jetzt das Hühnerspiel gewonnen habe. Und ich glaube, das hat damit auch zu tun. Weil jetzt mehrere am letzten Feld waren und dann geht es, glaube ich, darum, wie viele, also wie gut man im letzten Spiel war.
So, das war's mit der Folge Mario Party. Wenn ihr mehr Mario Party wollt, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Schaut doch unbedingt bei Marek vorbei. Und ich würde einfach mal sagen, Marek, du hast das Schlusswort. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.